In der Weidetierhaltung, insbesondere in der Haltung von Schafen und Ziegen, werden häufig mobile Elektrozäune eingesetzt. Von diesen Zäunen gibt es viele verschiedene Ausführungen und Bauweisen. Da stellt sich die Frage, welche Typen gibt es und was sind ihre Vor- und Nachteile? Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen zwei Mobilzauntypen, zum einen Netze, zum anderen Litzenzäune. Bei einem Elektronetzzaun sind die elektrifizierten, waagrecht verlaufenden Litzen in einem farbigen Kunststoffmaschengeflecht. Die unterste Litze ist dabei nicht elektrifiziert, alle anderen waagrecht verlaufenden sind unter Strom. Und bei einer Berührung mit diesen Litzen kommt es zu einem Stromschlag. Aber Netz ist nicht gleich Netz. Je nach Standard sollte entschieden werden, welches Netz für welche Gegebenheiten am besten geeignet ist. Wichtig dabei sind die Höhe, die Stabilität und die Stromführung. Der Grundschutz beginnt bei 90 cm, so hoch sollte das Netz schon sein. Es gibt aber auch noch andere Höhen zwischen 1,5 und 1,10 bis hin zu 1,20 oder sogar noch höher. Aber für welche Höhe entscheidet man sich? 90 cm können zum Beispiel bei Unebenheiten oder in schwierigem Gelände zu niedrig sein und wir erreichen den geforderten Grundschutz nicht. 1,20 oder höher ist oft sehr windanfällig, schwierig im Gelände zu verbauen und auch schwer vom Handling. Guter Kompromiss sind die Netze zwischen 1,5 und 1,10. Wir halten eigentlich immer den Grundschutz ein und können dennoch praktikabel damit im Gelände arbeiten. Wichtig bei der Höhe der Netze ist, auf die jeweiligen Vorgaben der Bundesländer bezüglich des Grundschutzes zu achten und diese Höhe einzuhalten, weil nur dann im Falle eines Risses auch eine Entschädigung bezahlt werden kann. Wir haben jetzt so ein Netz mit starren Senkrechten, das heißt, es führt in sich im Netz zu mehr Stabilität und wir können die Höhe am Netz gut halten. Zur Stromführung. Die Netztypen unterscheiden sich darin, wo und wie sie den Strom leiten. Welches Netz sich am besten eignet, sollte anhand der Standortbedingungen entschieden werden. Es gibt drei verschiedene Typen. Erstens, bei einem normalen Netz stehen die waagerechten Litzen unter Spannung und sind an den Pluspol des Weidezaungeräts angeschlossen. Nur auf der untersten Litze fließt kein Strom. Die Erdung erfolgt über Erdstäbe, die an den Minuspol angeschlossen sind. Zweitens. Bei extrem trockenem oder sandigem Boden empfiehlt sich ein Netz mit integrierter Erdungslitze. Die unterste Litze ist bei dieser Ausführung an den Minuspol angeschlossen und verstärkt somit die Erdung zusätzlich zu den Erdstäben. Drittens, Plus-Minus. Wenn Landschaft und Wetterlagen schwierig sind, es also sehr trocken ist oder hohe Schneelagen vorkommen und damit die Erdung erschwert ist, gibt es ein sogenanntes Plus-Minus-Netz. Bei dieser Variante werden die Litzen im Netz abwechselnd mit dem Plus- und dem Minuspol des Weidezaungeräts verbunden. Ein Stromschlag erfolgt, wenn zwei Litzen berührt werden. Vorteile der Elektronetze sind vor allem, dass sie schnell aufzubauen sind, dass sie das gesamte Zaunmaterial mit sich tragen. Ich habe die Pfosten und ich habe die stromführenden Litzen dabei und das kann ich dann alles noch schnell abspannen. Nachteile der Netze sind, dass umso höher sie sind, umso schwerer sind sie auch und dann auch schwierig im Handling. Und besonders dann auch, wenn man im Gelände arbeitet, das Verheddern findet dann oft statt. Und wenn die Netze stehen, haben wir oft, dass der Bewuchs an den Netzen entlang hochgeht und es dann schwierig ist, diese Netze wieder frei zu halten. Alternativ zum Netz gibt es auch den mobilen Litzenzaun. Die Litzenzäune sollten, um wolfsabweisend zu sein, 4 Litzen, die qualitativ hochwertig sind, besitzen oder noch besser 5 Litzen. An Ecken sollte man mit Holz- oder Metallpfosten die Eckengestalt mit Isolatoren versehen, um dann richtig spannen zu können. Der Litzenzaun sollte ebenfalls eine Mindesthöhe von 90 cm haben, noch besser und empfehlenswert 1,20 m. Grundsätzlich sind es eben dann 4 oder 5 Litzen, wobei die unterste als Untergrabungsschutz auch
maximal 20 cm Abstand zum Boden halten sollte. Dann die 40, 60, 90, 120. Beim Aufbau eines Litzenzaunes kann ich entweder die Haspel einzeln nehmen und am Zaun entlang gehen, Haspel für Haspel. Oder ich befestige die Haspeln am Haspelpfahl, nehme einen Führungsstab, wo ich die Litzen dran befestige und gehe außen rum und hänge die Litzen in die Pfosten ein. Alternativ dazu kann ich aber auch, vor allem bei größeren Zaunlängen, ein System benutzen, wie zum Beispiel am Trecker, an der Spezialkarre oder am Quad, wo ich dann die Haspeln mitführe. Die Vorteile des Litzenzauns sind unter anderem, dass man ihn gerne auch in schwierigem Relief und Gelände verwenden kann, dass wir durch das Spannen der Litze den Bodenabstand gut gestalten und erhalten können und dass wir unter der Litze mähen können. Nachteile des mobilen Litzenzaunes sind, dass wir bei kleineren Flächen entsprechend höheren Zeitbedarf haben, wie gegenüber zum Beispiel mobilen Netzen. Und wenn wir große Flächen einzäunen möchten, bedarf es entsprechender Gerätschaften zur Verwendung, also Trägersysteme wie die Karre oder Trecker und derlei. Und das heißt entsprechende Investitionen. Sind Netz- und Litzenzaun aufgestellt, sollten sie hinsichtlich Stabilität und Sichtbarkeit geprüft werden. Durchhängende Litzen oder Netze kann man stabilisieren durch die Verwendung zusätzlicher Pfosten, in dem Fall idealerweise sogar mit verschiebbaren Isolatoren, die man an die jeweilige Höhe anpassen kann. Und die gibt es in verschiedenen Ausfertigungen, die je nach Einsatzzweck sinnvoll verwendet werden können. Um die Sichtbarkeit der Zäune zu erhöhen, vor allem auch für die Wildtiere, kann man gerne, wie hier zum Beispiel mit Breitbandlitze arbeiten oder in dem Fall auch mit kontrastreicher Farbe, solche Flatterbänderstreifen am Zaun befestigen. Dadurch können die Tiere dieses besser wahrnehmen. Oder wir nehmen einen Pfosten mit Flatterband befestigt. Im Prinzip ein Aufmerksamkeitspfosten. Das heißt, wenn zum Beispiel hier ein Wildwechsel vorhanden ist, kann ich den Pfosten schon vor den Zaun stellen und das Wild wird schon aufmerksam auf die Situation, bevor es herantritt. Beide Systeme haben Vor- und Nachteile. Und zum Teil ist es auch einfach eine Frage der persönlichen Vorliebe. Es empfiehlt sich jedoch, sich die verschiedenen Systeme auch bei anderen Weidetierhaltenden einmal in der Praxis anzusehen, die Standortbedingungen zu berücksichtigen und sich beraten zu lassen.